Es ist noch gar nicht so lange her, dass diese Holzwand aus dem Hause Holzbord-Dankl komplett per Hand gefertigt wurde. Heute erledigt das eine digitalisierte Fertigungsstraße, bestehend aus Abbundmaschine, Vorlegetisch und dem Herzstück, dem Elementportal. Das Zimmererhandwerk, das wird auch weiterhin so gebraucht werden, wie man es gemacht hat die letzten 100 Jahre. Aber wenn man sich weiterbilden will und weiter investieren und für den Holzbau was schaffen will für die Zukunft, dann haben wir gesagt, müssen wir einfach in Maschinen investieren und den Holzbau modernisieren. Diese Modernisierung beginnt im Jahr 2019 mit dem Einstieg von Markus Dankl, dem Sohn des Firmengründers. Entstanden ist einer der modernsten Betriebe Österreichs für die Fertigung von Holzwänden in einer Qualität, die weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzt wird. Die Grundanschaffung war eigentlich die Abbundmaschine, dass wir das weiterentwickeln können. Unser ganzes System braucht man etwas, dass wir die Wände schneller und präziser fertigen können. Durch den Einsatz moderner Technologien kann der Holzbaubetrieb 4.0, wie sich die Pinzgauer selber nennen, nicht nur effizienter arbeiten, sondern sich auch als innovativer und moderner Betrieb am Markt positionieren. Unser Elementportal, das ersetzt eigentlich die ganzen Arbeiten, die was manuell ziemlich mühsam gewesen sind. Dieses Elementportal, das tut Fräsen, das tut Nageln, das macht die ganzen Ausschnitte. Wänden kann man in sich selber. Es ist 100% präzise und es können fast keine Fehler mehr passieren, weil das alles, was die Maschine macht, wird im Vorhinein im Büro natürlich gezeichnet. Die Bauindustrie wird zunehmend von Unternehmen dominiert, die digitalisierte Prozesse anwenden. Wer sich nicht rechtzeitig anpasst, riskiert, hinter Mitbewerbern zurückzufallen. Die gleichbleibende Qualität der Dankl-Wände schätzen auch die Kunden. Bei nur halb vorgefertigten Wänden haben wir das Problem, dass wir dann auf der Baustelle wieder nacharbeiten müssen. Und die Qualität auf der Baustelle hängt natürlich immer wieder von diesen Professionisten ab. Neben jungen, technikaffinen Talenten, die in einem digitalen Arbeitsumfeld tätig sein möchten, bleibt auch das traditionelle Zimmereihandwerk interessant. Zwei Lehrlinge bildet das Pinzgauer Unternehmen derzeit aus. Ja, ich bin in der vierten Hauptschule das erste Mal schnuppern gewesen. Dann hat es mir da eigentlich schon viel gefallen. Und danke auch, die Leute waren auch richtig nett. Und da habe ich mich eigentlich entschieden, dass ich jetzt das Poli mein NCO festig mache. Und dann fange ich lernen an. Der Papa ist bei mir daheim auch Zimmerer gewesen. Deswegen ist das eigentlich von Kindheit auf schon so gewesen, dass ich das da will. Die Zukunftsfähigkeit eines Zimmereibetriebs hängt also maßgeblich davon ab, wie gut er sich auf Innovation und Digitalisierung einstellt. Sie bieten eine Chance, sich im Markt besser zu positionieren und die eigene Effizienz sowie Attraktivität zu steigern.